100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as The War Tales. Moin zusammen und weiter geht's mit War Tales. Ja, Dagans Hammer haben wir zusammengesetzt. Das war so ein Artefakt aus dem Grab von Tiltrin, wenn ich da richtig bin. So, tragbare. Ja, die könnten wir eigentlich mal aufwerten, oder? Eine Verletzung wird während der Rast geheilt. Eine tragbare noch. Das ist dann die Trainingspuppe, so wie das aussieht. Gießpfahl. Ach nee, guck mal hier, den können wir jetzt erstmal aufwerten. Zack. Okay, ja, klasse. Kopfgeld haben wir erledigt. Jetzt geht's an die Rattenplage. Wenn wir die erledigt haben, geht's zurück zum Zuchthaus von Tiltren. Geben da so viele ab wie möglich. Dann rennen wir zur der Rattenplage wieder zurück und dann können wir da wieder gewaltig was abkassieren. Ja, Aufnahme läuft. Okay, oh, guck mal, noch einer was zu sammeln hier. Inkontinentia. Die Welt ist so viel größer, als ich es erwartet hätte. Es kommt mir fast vor, als könnte ich mein Leben mit Reisen verbringen und trotzdem nie zweimal denselben Ort besuchen. Plaudert unterwegs über eure Abenteuer. Murrt den lieben langen Tag. Nach einer Rastfelde dient der Trupp zwei weniger Tapferkeitspunkte eingeschnappt. Feiert dieses große Abenteuer mit allen anderen. Ihr plaudert unterwegs über eure Abenteuer. Ah. Irema Viva Berhold. Klasse. Bei dem Faden haben wir auch wieder was. Entdecker. Entdecker 5 Standorte. Und, was ich immer wieder vergesse, guck mal, ich habe doch hier. Bis zur nächsten Rast. Kampf erhalten, Erfahrung 30% erhöht. Wissenspunkte erhöht. Ressourcen ansammelt. Weitere Ressourcen. Verdient nach der Schlacht mehr Beute. Verkaufspreis. Verringert die Geschwindigkeit, mit der die Einheit ermüdet. Eure Truppe wird derzeit nicht gesucht. Hier. Verdient nach einer Schlacht mehr Beute. Das nehme ich einfach mal, weil ich neugierig bin bei so einem Rattennest. Wirklichkeit erhöht, Kampfverhalten, Erfahrung 30%. Ja, nee, komm. So, auf geht's, Rattenplage. Attacke. Die machen wir natürlich auch komplett leer, so wie alle Rattenplagen. So, und auf den Hammer bin ich richtig gespannt. Fügt allen Heiden einen im Bereich 22 Schaden zu und führt zwei weitere Angriffe auf. Wenn ihr mehr als eine Einheit, ja, guck mal hier, ne? Prädestiniert für solche Höhlen. Cecile kann von hier aus einfach mal das da anschießen und dann Speerfeuer hier oben auf den Bereich machen. Tritt könnte im Prinzip ganz ähnlich hier, ne? Einmal da, ne. Tritt schießt hier einfach mal durch. Zack, zack. So, oh, liegen bleibt diesmal hier vorne. Die Ratte da ist gleich dran. Inkontinentia. Tritos rennt hier irgendwo hoch. Du schießt da drauf, ne? So, die Bären können auch recht weit. Warte mal. Eins, zwei, ne? Drei. Vier. Zwei, drei, eins, zwei, drei. Okay. Ready. Thema Rolinon. Opus. Ja, auch auf die Seite. Demencia. So, der eine Bär rennt dahin, der andere Bär rennt dahin. Er rennt hier hin, dann rennt Demencia auf den da. Dann würden wir sagen, fangen wir einfach mal an.
Peaks, Peaks, Peaks. Alles kaputt. Weg. Ansporn. Guck mal, sogar mehr Schaden jetzt. Ja, würde ich sagen, legen wir direkt los mit den Bären. Ne? Guck mal, kommt nur bis da. Sprint. Und hoch. Geil, das Ding ist nicht so runter kaputt. Nächster Bär. Sprint. Das Ding dürfte nicht so runter auch kaputt sein. Da werden ordentlich Punkte gefarmt jetzt, ne? Über den zweiten. Matriarchin ist gleich tot. Da muss ich aufpassen. Was machst du denn da, Junge? Okay, machen wir es hier unten mal anders. Ja! Gut, Torus Randa. Ja, mit einem Schlag kaputt. Nach oben. Letzte Meter. Kriegen wir nicht so runter kaputt, ne? Ja. So, Viva. Gib's mal hier unten mit. Auch kaputt mit einem Schlag. So, wen haben wir denn jetzt noch? Da ist kaputt. Da, ja, das machen wir als nächste Runde. Den Bärchen hier ist jetzt eigentlich alles Chico, ne? Ja, doch. Oh, da unten geht's gleich ab. Okay, pass auf. Gegen einmal hier hoch. Der trifft. Alter, der Radius. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingskeule. Gut, der hier unten ist dran und kommt bis dort oben hoch, ne? Sei denn natürlich. Ich habe ihn hier wieder am Start. Kommt doch nicht ran. Schade auch. Okay. Gut. Und runter. So, das, das, ne? Okay, der wird wahrscheinlich in den Speer laufen hier unten. Und ist zerstört.
Ja, schade. Doch die Rüstung ein bisschen kaputt. Ist gerade da oben. So, 5 von 6 Nestern und ab nach Hause. So, nächste Pestrate ist diese dort. Dann ist die da dran. Muss ich mal gucken, von welcher Seite wir die gleich treffen. Unten ist Nummer 6. Ach, war klar. Von der Rückseite. Gut, ich würde sagen, wir machen es einfach zu Ende jetzt, ne? Mal hier hin. Bis dadurch. Das Ding lebt noch. Ha. Jetzt doch nicht mitgerechnet. Schade. So, die Pestratte ist dran. Auch nicht ran. Hier, Irema. Und erledigt. Gutmutter ist tot. Alle hauen sie ab. Yay. Okay, eingepackt. Ne? Wunderbar. Alles reparieren. Noch wunderbarer. Hab eine Klage abgeschlossen. Okay, cool. Ran an die Küste. Oh, was ist das? Achso, nur Pflanzen. Ich möchte mal schauen. Schade. Leider nix. Was es hier halt noch so auf der Ecke gibt, nach den ganzen Updates und zum Releasen. So, da müssen wir jetzt eigentlich auch schon... Ach, verdammt. Das Laufen wieder überreizen, genau. Okay. Ja, wenn die Bewegungsreichweite jetzt sowieso im Eimer ist, können wir da auch einmal ganz hoch und erkunden. So, hier hoch. Händler. Might I interest you in my humble wares, my good sir? Stehlen. Verlassen. Bisschen Knusperhähnchen. Die nächste Rast geklaut. So, und ab nach oben. Und dadurch, dass ich jetzt natürlich den ein oder anderen Gefangenen verkaufe, werde ich ja auch direkt schon wieder mit dem, wer ist denn das, Verdachtslevel reduziert, ne? So, mit der Ruine kann man da irgendwie was machen. Ich hatte irgendwie was gelesen, dass man da dann rein kann, sobald man da irgendwie in einem, in einem der Gräber drin war. The Lady Mayoness has off- 90... Thanks for contribute. Weg. Thanks for con. Thanks for contribute. Okay, Kerker ist voll. Komm später wieder. Ja, mach ich. Mach ich bestimmt. So, Typ. Stehlen. Bietigen. 45 bis 70, ne? Und wäre auch nicht verkehrt. Nochmal 20 Seile am Start. Könnte dann mein Kram ausbauen. Wollte ich jetzt hin? Runter zum nächsten Rattennest, ne? Ja, guck mal. Cloud plus 48. Aus da. Gut. Ich will jetzt nämlich in die Berge. In Richtung des nächsten Rattennests. Und da oben sind ja, glaube ich, auch keine Wachen unterwegs, ne? So, Rast beim Holzfällerlager wahrscheinlich. Wächst hier Hanf oder irgendwas?
All this talk of tools was driving me mad. It was high. Tools? Was? Ah, schade, ne? Mehr ist hier nicht. Okay, dann mal Holz hacken. Genug Tragkapazität haben wir auf jeden Fall. Yes. Berühmt, gewinnt 100 Einfluss. 400. Gut oder bin ich? 250 Verdacht. Die Gegenstände im Wert von 1000 Kronen. Ja, da sind wir auch bald dran. Oder mal, ich doch noch was. Da, ah, Kammerjäger. Ein Rattennest. Okay. Aus hier. Und. Weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Okay, und hier oben links an der Lichtung. Geil, drei Doraden gefangen. Da werden wir. Rasten. Und hoffen mal, dass wir hier nicht erwischt werden. Zack. Nein. Wieder kein Salz mehr, ne? Nichts. Aber bauen. Wiespfahl. Yes, aufwerten. Experten angehaken. Wo habe ich denn schon wieder Köder gefunden? Sehr gut. So. Ah, ich doof. Noch da noch was machen. Letzte Runde glaube ich nicht. Quatsch, letzte Runde war ich ja genau fertig geworden, ne? Gut, 3 von 3. Das kann weg. Da kommt die nächste Leiche rein. So, wie sieht es so oben aus? Noch 2. Und hier hatten. Tüftler. Gut. Keiner. Keine Gefahr hier. Stärke, verringert die Geschwindigkeit, mit der die Einheit ermüdet, hält bis zur nächsten Rast vor. Nee, Crit erhöhen, maximale Tapferkeitspunkte, Stärke erhöhen. Dann einfach nur ein bisschen satt machen. Da war ich ja 24. Naja, guck mal. Hau rein. So, und rasten. Sehr gut. Watchkiller haben euch einen Wissenspunkt eingebracht. Sehr gut. Was gibt's denn hier? Rückgares Hammelfleisch. Räuchersardinen. Warte mal, Sardinen hatte ich doch, glaube ich, auch recht viele, ne? Mittlerweile. 13, ja, tatsächlich. Och, der Aal. Nee, warte mal, ich hatte doch noch ein anderes Gericht mit Aal. Guckball, kandierte Frucht. Nee, schade. Gut, nehmen wir erstmal die Räuchersardine. Und dann rücken wir weiter vor zum nächsten Rattennest hier unten links. Na, oh komm. Anheben. Yes. Da im Gebirge war ich auch noch nicht. Da ist wahrscheinlich auch noch irgendein Rätsel. Warte mal, ist mir zu doof gerade. Nehmen wir mal einen Kletterhaken runter. Genug von den Dingern. So. Hatten wir jetzt das zweite. Attacke. Nein, Quatsch. Abbrechen. Warte mal. Das machen wir mal ein bisschen schicker hier. So, da machen wir ein Screenshot von. Und Kampf.
Rage. 7, Mister. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, klasse. Guck mal. Welches nach oben? Die haben schön, schön große Reichweite. Dann die Bogenschützen nehmen wir hier auf unten. Ah, ups. So, die erste Ratte kommt auch gar nicht raus hier, ne? Aus dieser. Ne, kommt nicht raus. So, zack, zack. Rodinon bleibt hier unten liegen, bleibt auf jeden Fall da unten. Continentia tauscht mit Viva. Und darum tauscht hier. So, Harkard. Hoch. Und dann würde ich sagen, ja, starten wir mit dem Pferd. Oh, kommt nicht vorwärts, ne? Da ist eine Ratte, da ist eine Ratte. Ah, lass die Brutmutter am Leben. Das ist Nebelöl, ne? Das ist einfach nur geil. So. So, Nigen. Alter, wie gut, ey. Gut, so, nächste Ratte da oben ist auch schon so gut wie down. Ich würde sagen, der erste Bär sprintet los. Kommt da oben nicht an, ne? Gut, dann rennst du da hin. So, das Ding ist nächste Runde kaputt. Auch du sprinten. Kommt da oben auch nicht. Gut, machst du hier erstmal. Mal ein halb. Nächste Runde bist du oben. Toros. Und weg. Geborener Sprinter. Kommst du nach links? Auch nicht. Kommst du da einmal hoch? Ja, du hilfst an den da oben. Da machen wir schön aus der Distanz weiter. Demencia kommt tatsächlich bis hier hinten ganz hoch. Mach das mal. Tritos geht da auch mit hin. Auch gut. Gut. Nest Nummer 2 wurde zerstört. So, das hier wird Nummer 3. Ach, Mist, da unten hätte ich runter können. Machst du auch nächste Runde kaputt?
Ich geh mal. Ja, komm. Und sparen. Und Harkat hier oben brauche ich auch nichts mehr machen, ne? Okay, liegen. Gibt tatsächlich 4 Stück, ne? Meini! Der ist dran, okay. Weg. Ist zwar Verschwendung, aber das mache ich. So, der ist dran, dann geht es hier hinten gleich los, ne? So, die sind fertig. Dann Eich. Angreifen. Pestratte hier unten. Erledigt. Nächste haben wir wo? Da. Auch kaputt. Nächste. Hier oben zwischen, guck mal. Nächste, da haben wir 2. Die beiden sind dran, da kommen wir aber nicht mehr rechtzeitig hoch. Wir haben irgendwo noch einen hier unten. Unterstützt. Okay, so, dann können wir jetzt eigentlich schon Mutti angreifen. Und weg. Und alles einpacken. Klasse. Wie sieht es eigentlich mit dem Levelaufstieg aus? Zerstäuber, tatsächlich. Erfassung, Gesundheit, Bewegung, Crit, Willenskraft, Bewegung plus 2, was haben die denn? Die haben 12, 14. Ja, auch irgendwie sonst mal auf. Obwohl, ich kann ja den ja auch direkt erweitern, ne? Mehr Stärke. Gut, geschlossen. Ja, wir gehen zurück in die Stadt. Na komm. Wasser. Phantommeute würde ich jetzt nicht angreifen wollen.
was. Ein bisschen Hanf. Aber Holzhacken ist hier nichts und auch sonst haben wir alles, ne? Die Nebel ist schon geil, ne? Dass man hier irgendwie nicht so richtig sehen kann. Wir gehen auch mal hier runter. Achso, ich bin schon wieder da auf der Ecke. Okay, ich hatte eben überlegt, in den Altis Salzbergwerk noch mal reinzulaufen. So, einen werden wir wohl wieder aufnehmen können, tatsächlich. Thanks for contributing. Gut, keine weiteren Gefangenen mehr und wir sind auch wieder raus aus dem Schneider. Sehr geil. Würde ich sagen, zurück in die Stadt. Haben wir das noch? Ja, müssen wir eigentlich. Könnte knapp werden. Mal gucken. Noch mal kurz die Flüchtlinge anquatschen. Are you bandits? We have nothing. Ja, nee, we are only oh, thank you so. Kapf, ach, lass mich durch. Kapfen gefunden. So, rein nach Stromkap. Fein. You can use my anvil. I can also repair your armor. Komm weg. Komm weg. Das kommt weg. Übsortieren. So. Aber was haben wir denn an nur vier, ne? So, kaufen wir mal. Bin 100 da, haben wir über gerade. Gewichtstechnisch passt das auch alles. Jetzt können wir natürlich auch mal gucken, was wir uns da mal zusammenspielen. Geisterplattenrüstung. Ich glaube, so eine habe ich schon. Ah, Geisterplattenrüstung haben wir schon. 40. Und 40. Wurfmesser, Wurfsicheln haben wir eigentlich noch, ne? Vergiftet, vergiftet. Guck mal, kann hier. Kann nicht aufeinander. Geisterwurfmesser. Vergiftetes Geisterwurfmesser und einfach nur vergiftetes Wurfmesser. Nimm einfach mal ein normales. So, Negans Keule packen wir dann irgendwie gleich mal beiseite. So, in die Lagertruhe, damit ich es nicht versehentlich verkaufe. Kenn mich, ja? Ich habe schon wieder 7 Köder. So ein Bug im Spiel? Oder wo kriege ich die ständig her? Oder kriegt man die... ein Schippilaken mit 2 Fischen mehr? Warte mal. Kleine Würmer, die sich erbärmlich winden. Oder kriegt man die, wenn man Kadaver mit sich rumschleppt? Das wäre natürlich auch richtig geil. Ja. Irgendwie schon mal von jeder Mahlzeit wieder was reinschmeißen. Das ist noch 18. Die Falle schmeißen wir raus. Und dann haben wir keine Gefangenen mehr, ne? Und auch da sieht es gut aus. Hier wird dieses Banner voller Stolz tragen. Okay. Neu kopieren, neu positionieren. Eine Runde noch. Gut, Essen haben wir schon verteilt. Könnten wir hier nochmal das eigene Bier brauen, ne? Warte mal, der ist nächste Runde, glaube ich, fertig da oben. Ja.
Kammerjäger läuft doch. So, und jetzt können wir im Zuchthaus Kopfgeld abgeben. So, want to find out what's new in Tiltren? Schmuckstück, Schmuckstück, das kann gerne weg. Da schon wieder ein Köder bekommen. Okay, wird wahrscheinlich durch die Herstellung zurückgewonnen. Kann ich kein Lied spielen? Might she be looking for work? Here is your reward. Sehr geil. Die Deserteure Südosten. Achso, nichts angenommen davon. Bitte um Hilfe. Sich der drohenden Gefährten unbewusst ist eine Handvoll Edorana ausgezogen, um im Wald von Sieg auf die Jagd zu gehen. Muss sie warnen, wenn sie nicht gefressen werden. Ja, guck mal, das können wir hier. 485, die muss man dann im Prinzip einmal nur anquatschen und dann ist schon wieder Ruhe. Die anderen beiden Kopfgelder, weiß ich nicht, ich glaube, die lasse ich jetzt erstmal. Und dann schauen wir. So, want to find out what's new in Tiltren? Dann schauen wir gleich mal, was wir hier noch machen können. Ansonsten sind wir soweit auch durch mit Tiltren, ne? Hier, nebelhaftes Öl. Hat Cecile das schon drauf? Nebelhaftes Öl hat sie auch drauf. Sehr gut. Öl der Stärke. Oh, hier. Liegen. Oh, warte mal. Explosives. Macht was? Jedes Mal, wenn eine Fertigkeit Schaden verursacht, fügt sie der Gesundheit des Ziels mit 50% Wahrscheinlichkeit Schaden in Höhe von 5% der maximalen Gesundheit. Das wäre natürlich auch geil, ne? Wenn er dreimal zuhaut bei mehreren. Angriff fliegt in den 50% der Abwehr. Öl der Stärke. Jedes Mal, wenn eine Fertigkeit Schaden verursacht, erhöht sie mit 50% Wahrscheinlichkeit für 3 Runden die Stärke. Ja, guck mal. Davon machen wir eins. Sehr geil. Ich liege direkt auf die andere gute Keule. Gut. Ebelhaft. Dementia Hingabe. Müsste es eigentlich auch irgendein Öl kriegen. Lebendes. 30% für 2 Runden die Geschicklichkeit. Ich bringe erlittenen Schaden. Jedes Mal, wenn eine Einheit Fertigkeit Schaden verursacht, erhöht sie mit 30% Wahrscheinlichkeit für 2 Runden die Stärke. Das ist doch Öl der Stärke deutlich besser. 50% Wahrscheinlichkeit und dann für 3 Runden. Das wird verbrennen. Ja, guck mal, noch ein Öl der Stärke für, für diese Axt. Schaden aus Gelegenheitsangriffen. Erlittener Schaden des nächsten Angriffs. Ja, mit plus 10. Löchern ist. Ne, hier. Öl der Stärke. Alchemie Meister. Kann jetzt Rezepte lernen und Meistergebräue zubereiten. Sehr, sehr geil. Okay, das Öl der Stärke kriegt Demenz hier nochmal auf ihre Axt. Gut. Harkat hat nichts Legendäres. Da ist auch das Öl der Stärke schon drauf. Die haben das Nebelhafte. Verdorbene Essenz. Fischöl brauchen wir dafür, ne? Medizin. Mystisches Pulver. Was haben wir denn hier noch? Was an Handelsmaterialien? Nicht so richtig. Wir mal auf 10 runter. Und die Gehirne muss ich noch mal gucken, ob ich da was handeln konnte mit. Schaden gegen Pestverseuchte.
eigentlich auch einen ganzen Großteil davon verkaufen. Okay, ansonsten ist die... Ach nein, Quatsch. Da setze ich da wieder hin. Da sind wir fertig. Markt der drei Hasen. Als Nachkauf. You touch it, you buy it. Don't you recognize me? Those refugees. I understand there's a war in it. Okay. Come, come. Take a look at my wares. Keramik und Bernstein einkaufen. Kauf einfach mal alles ein. Oh, geil, Investoren freigeschaltet. Nochmal zum Handelsposten hier. Absortieren. Irgendwo noch eine Handelsware gekauft wird. Da. Gut, das packen wir erstmal alles wieder weg. Nochmal kurz in die Apotheke. My concoctions can heal the most grievous injuries. Be sure to hold on to the vials after using them. Okay. Langt. So, dann wollte ich noch einmal einen Angelhaken herstellen. Sehr fein. Und dann letzte Amtshandlung hier. Wegen der Handwerker. Nochmal 4 Punkte. Alchemist. Gudi. Dann würde ich sagen, für die nächste Folge, das schauen wir dann, dass wir hier die Amateurjäger einmal befreien. Zahlt den Weg zur Reise nach Edoran. Und dann gucke ich mal, dass ich in der nächsten Folge halt mal nach Edoran, ja, müssen wir eigentlich machen. Bitte um Hilfe, Amateurjäger, das abschließen. Dann könnten wir hier beim Trainingsgelände der Bruderschaft vielleicht noch was verbessern. Und dann gucke ich mal, ob ich nochmal zur Arena gehe und hier oben übers Gebirge da noch Kram erkunde. Nochmal in der Arena kämpfe und dann hier über den Grenzübergang gehe. Oder ob wir Uldren es fertig machen. Na, überlegen wir uns mal. Viel Spaß weiterhin. Bis bald und ciao.